Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast Infinity. Und dieses Mal verspreche ich mich nicht so wie bei Life in the Woods, wo ich sage willkommen zurück bei Feed the Beast Infinity und sage hier willkommen zurück bei Life in the Woods. Nein, diesmal habe ich die Projekte nicht miteinander vertauscht. Was für ein Wunder. So, also heute wollen wir ja die Quarry weiterbauen, beziehungsweise die endlich zum Laufen kriegen. Und da habe ich natürlich auf eure Kommentare gewartet, weil ich nicht mehr weiter wusste und dachte, ich mache irgendwas falsch. Aber es hat sich ja herausgestellt, dass ich überhaupt nichts falsch mache. Die Quarry, die lief korrekt. Das rote Zeug, was da oben rausschießt, das sind im Prinzip die Dinger, die die ganzen Bäume und sowas innerhalb der Quarry zerstören. Halt die Blöcke, die im Weg stehen, bis der Boden übrig ist. Und dann wäre die Quarry gebaut. Und dann hätte sie losgelegt. Ja, ich kenne es halt nur noch so oder aus Tutorial-Videos. Ich kenne es ja nur von Tutorial-Videos. Da habe ich halt immer Tutorials gesehen, wo sie eine Quarry gebaut haben. Und wo, sobald sie Strom angeschlossen haben, ist in der Mitte von der Quarry so ein kleiner, runder Roboter erschienen, der mit so einem Laser dann die ganzen Sachen abgebaut hat, die im Weg standen. Und der dann auch mit seinem Laser den Quarry-Rahmen aufgebaut hat, ja. Das ist wahrscheinlich eine ältere Version einer Quarry, ich weiß es nicht, aber ich kannte halt bloß das und habe gedacht, oh, jetzt schießt bei mir da das ganze Redstone-Flux raus. Aber das war es ja nicht. Das funktioniert jetzt so mit diesen Teilen, die da rausfliegen. Ist gut zu wissen. Also hatten wir da schon mal nichts falsch gemacht. Das finde ich schon mal sehr schön. Da können wir ja mehr Kohle jetzt mitnehmen. Ich möchte allerdings noch mal ein bisschen schauen, ob wir die vielleicht noch ein bisschen optimieren können. Eine Quarry läuft ja nur so schnell, wie sie Energie bekommt. Jetzt haben wir natürlich die Stirling Engines dranhängen, die, glaube ich, die Energie nicht besonders schnell abgeben, ja. Jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, sich Energie zu beschaffen und die dann möglichst schnell an die Quarry abzugeben, damit sie auch möglichst schnell läuft und möglichst schnell das Zeug abbaut. Dafür gibt es sogenannte Tesseracts. Und da will ich mal gucken, ob wir bereits irgendwie was in der Art bauen können. Tesseract Frame. Okay, muss ich mal gucken. Ich glaube, der hieß Redstone. Nee, nicht Redstone Tesseract. Gibt's. Oder Energy Cell? Energy Cell. Ah, hier. Leadstone Energy Cell. Ich weiß gar nicht, wie viel die stored. Ah, hier 400.000 Redstone Flux. Und die gibt mit 200 Redstone Flux pro Tick ab. Dann gibt es zum Beispiel noch die Hardened Energy Cell, die gibt dann mit 800 Redstone Flux ab pro Tick. Dann gibt es die Redstone Energy Cell, die gibt mit 8000 ab. Enabled und Low, das Signal. 20 Millionen Redstone Flux speichert die. Wie baut man denn zum Beispiel die? Oder gleich die Resonant Energy? Na, die ist ein bisschen... Ich würde jetzt mal sagen, wir müssten wahrscheinlich eh mit einer anfangen, oder? Die Hardened... Da brauchen wir bestimmt die normale Leadstone Energy Cell für, oder ja, Leadstone Energy Cell. Und hier brauchen wir dann die Redstone Energy Cell Frame dafür. Redstone Energy Cell. Redstone Energy Cell Frame Full? Was? Das verstehe ich nicht. Flut Transposer. Da müssen wir... Redstone Energy Cell Frame Empty. Wie basteln wir denn den? Aus Hardened Glas, dann einem Diamanten und Electrum Ingot. Wie machen wir nochmal Electrum Ingots? So, und dann brauchen wir Lead Ingot und noch mehr Electrum Ingot und Redstone Conductance. Ich glaube, das brauchen wir für alle. Genau. Redstone Conductance brauchen wir schon mal für alle. Da können wir mal sowas herstellen. Redstone und, ach, auch Elektrum. Habe ich Elektrum? Gold Ingot. Silver Pulverized Shiny Metal. Und Silver Ingot. Wie mache ich jetzt Elektrum? Ach, ich glaube, das musste man sich irgendwie mischen. Lasst mich raten aus... Lasst mich einfach mal raten. Aus Gold vielleicht? Und aus Lead könnte ich mir vorstellen irgendwie. Ich nehme nochmal Tin mit und
Silber. Ich weiß nicht, ich schätze mal, aus diesen irgendwie könnte man sich das herstellen. Wir haben hier zwei dieser, das dann nicht. Silver Ingot nicht, Lead Ingot auch nicht. Hm, müssen wir da vielleicht auch erst das draus machen? Gold Nugget, nee, das ist Gold Nugget, was draus wird. Ich habe gar kein Gold mehr, so. Oder doch, hier, ich habe noch so. Zwei Gold parat. Ein Lead Ohr habe ich auch noch parat, Silver Ohr habe ich auch noch parat. Das könnten wir mal... Aluminium Ohr, das könnten wir mal in unseren Pulverizer stecken. So, Pulverizer, machen wir mal hier aus dem Gold, bitteschön, etwas Golddust. Ich weiß nämlich nicht gerade, wie man Elektrum Ingit herstellt. So, warten wir mal, bis der pulverisiert ist. Wieso? Ach so, jetzt macht er doch. Jetzt macht er doch. So, dann ist er gleich fertig. Okay, jetzt haben wir vier Pulverized Dingens und jetzt tue ich mal noch das Lead Dingens. So, was brauchen wir eigentlich noch? Gibt's hier eigentlich auch noch Maschinen, die wir brauchen? Das ist doch Thermal Expansion. Ich glaube, da gab es auch eine Maschine, mit der ich so ihn jetzt herstellen konnte. Das weiß ich noch aus war das Hexit? Nee, aus Minecraft Attack of the B-Team. Ignis Extruder. Ist das der vielleicht? Der Ignis Extruder? Weiß ich nicht. Was haben wir noch? Energetic Infuser. Ich glaube, hiermit lädt man irgendwie elektrische Werkzeuge auf. Thermal Induction Smelter. Smelts Alloys and Metals. Two Inputs. Ah, das klingt interessant. Machine Frame und Invar Gear. Redstone Reception Coil. Machen wir uns mal den Induction Smelter. Den hängen wir mal hier unten mit dran. Induction. Smelter. So, wir brauchen ein Redstone Reception Coil. Da brauchen wir Gold und Redstone. Okay. Das bauen wir uns jetzt mal. Also, Gold habe ich dabei. Redstone habe ich sofort dabei. So, also Redstone. Dann ein Gold Ore in die Mitte und noch ein Redstone. Und wir haben ein Redstone Reception Coil. Dann brauchen wir als nächstes zwei Invar Gears, Eisen und vier Invar, also insgesamt acht Invar. Ich habe auch gar kein Invar mehr. Kinnebar, wie macht man Invar? Ach, dammit. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, wie man Invar Ingots herstellt. Lass mich überlegen. Invar. Da mussten wir doch eigentlich auch... Hatten wir da nicht auch zwei Dusts miteinander irgendwie vermengt oder so? Ich weiß nicht, was habe ich denn hier noch? Pulverized Ferrous. Pulverized Shiny Metal. Ach. Eisen habe ich auch nicht mehr so viel. Tin, Silber, Lead Ingot, Gold Ingot. Kann ich eigentlich... Leute, ich muss mal was probieren. Kann ich eigentlich solche Pulverized Lead? Was ist denn jetzt los? Ach, der hier hat keine Kohle mehr, was?
Da hauen wir mal hier mehr gleich rein. 47. Der muss eine Weile laufen. Ich wundere mich schon. Wieso macht denn der nichts? Jetzt geht er auch ein bisschen schneller gefühlt. Ich wollte wissen, ob man hier dann auch die Iron Ingots zum Beispiel reintun kann, um wieder Iron Dust zu erhalten. Würde mich mal interessieren. Aber wisst ihr was, was wir eigentlich machen können, bevor ich hier rummache? Wir könnten schon mal im Twilight Forest die Quarry anschmeißen. Dann läuft es halt etwas langsamer. Ich muss ja jetzt nicht gleich auf volle Hochtouren laufen lassen. Dann läuft es halt ein bisschen langsamer. Wir schmeißen jetzt einfach mal an. In der Zeit können wir ja in unserer normalen Welt, da hinten müsste sein, können wir in unserer normalen Welt weiter forschen, bis wie wir die Energy Cell herbekommen und auch die Maschinen wie den Induction Smelter und vielleicht auch gleich den Energetic Infuser und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich hier natürlich gar nicht mehr so viel Kohle. Weil ich schon wieder einiges verballert habe. Egal, wir tun hier rein. Hier tun wir rein. Hier tun wir rein. Und hier tun wir rein. Ich hätte mehr Kohle dabei haben müssen. Egal, jetzt schmeißen wir alles an. Und dann wird die Quarry jetzt funktionieren. Da, ja, sie bekommt halt etwas Energie. Und jetzt schmeißt sie da das Zeug raus. Und dieses Zeug müsste die Dinger hier zerstören, die Bäume. Beziehungsweise alles, was im Weg ist, das seht ihr es. Das können wir uns mal vielleicht von hier oben ansehen. Das sehen wir vielleicht ein bisschen besser. Hier. Die baut jetzt hier erstmal alles ab, bis hier alles, ja, bis hier Platz frei ist. Und dann wird sie anfangen, hier abzubauen und Sachen in die Chests zu transportieren. Das ist natürlich die Frage, wieso ist das eigentlich grün und das ist... Oh, 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 das ist rot, das ist rot. Fangen die irgendwann an zu explodieren? Ich lasse mal nur die eine laufen, vorsichtshalber. Drei Redstone Flux per Tick. Stored 5700, 5600, Heat 150, jetzt hier. Ah, das war wahrscheinlich Fall. Der Aufbau hier ist wahrscheinlich falsch von mir. Das bringt gar nicht, wenn ich so viele hier laufen lasse, die überhitzen sonst und dann am Ende explodieren sie noch und fliegen uns um die Ohren. Die Temperatur hier sinkt langsam. Ja, dann machen wir die einfach voll. Ich meine, das wird ja jetzt nicht viel langsamer dadurch. Wir müssen erstmal gucken, wie wir schneller Energie transportieren können. So, die hier kann erstmal laufen bleiben. Da können wir später nochmal zurückkehren. Die müsste ja weiterlaufen. Die Chunks, wo eine Quarry läuft, bleiben ja theoretisch geladen, auch wenn man jetzt woanders ist. Auch wenn wir zum Beispiel in der normalen Welt sind, nicht wahr? Gott sei Dank ist das hier kein Server, sondern ein Singleplayer-Projekt. Das heißt, das macht nichts so viel Last, mein Rechner verkraftet das schon, wie beim Server wahrscheinlich. So, Induction Smelter. Ja. Was ich mal gucken wollte, ist, wie können wir schneller... nee, es ist eigentlich Quatsch. Ich brauche den Induction Smelter. Kommt, wir schlafen mal eine Runde. Und dann suchen wir uns mal etwas Eisen, damit wir den Induction Smelter irgendwie herbasteln können. Ich muss in der Lage sein, Invar zu produzieren. Ich muss in der Lage sein, das Elektrum zu produzieren. Ich muss zu so vielem in der Lage sein und ich bin es einfach nicht, weil wir nicht die passenden Maschinchen dafür haben. Ganz einfach. So. Und die Maschinen, die sind nicht umsonst da. Die können man schon gut brauchen. So, scheiß Spinnen. Gibt es hinten noch etwas Eisen für uns? Vielleicht? Das wäre gar nicht mal so schlecht. Wir haben noch Copper hier. Apropos. Miners Backpack. Da muss ich mal reinschauen. Am Ende haben wir hier noch was. Nee, Iron Ingot, Gold Coins und Copper. Ach so, da haben wir gar nicht so viel drin. Gut, dann können wir ja weiter Eisen abbauen, wenn wir denn noch welches finden hier. Wir haben ja schon ziemlich viel abgebaut. Hier haben wir noch etwas Copper. Gut, ich nehme an, unsere Quarry ist eigentlich dafür
zuständig, die ganzen Materialien zu besorgen. Ja, aber jetzt beginnt es ja erstmal. Wir müssen nochmal so auf Pirsch gehen und uns etwas Eisen besorgen. Weil in der Zeit können wir ja hier bauen. Wir müssen jetzt nicht ewig warten, bis die Quarry überhaupt mal anfängt, weil das dauert jetzt ein bisschen, bis die läuft und bis wir das so alles konstruiert haben, wie wir glücklich sind und bis wir sagen, yo, so passt das. So haben wir eine Mega-Quarry. So, suchen wir mal ein bisschen Eisen. Bisschen Eisen, Popeisen. Ist schwer zu finden. Ich glaube, hier oben waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Gibt's denn das hier? Oh, ja, so baut man Sachen wieder ab, die man gerade erst hingebaut hat. Hätten wir das auch geklärt. Was das hier ist, frage ich mich auch noch, aber das werden wir noch... Ah, Aluminiumohr haben wir da. Ich dachte schon, oh, Eisen. Nein. Aluminiumohr. Aber ist ja auch nicht so verkehrt. So ein bisschen Kupfer noch. So, gibt es vielleicht noch ein bisschen Eisen? Das würde mich ziemlich froh stimmen. Oh, das sieht mir aus wie Eisen. Nein, das ist auch Aluminium. Gibt es denn das? Kinnebar-Ohr. Und hier haben wir wieder diesen Infused Stone. Was ist das? Ach, Certus Quartz. Ja, warum nicht? Nehmen wir auch ein bisschen Certus Quartz noch mit. Bisschen Kohle können wir auch gebrauchen. Unsere Oh. Was wollt ihr denn? Wollt ihr mich ärgern, was? Leck mich. So, ein bisschen Kohle können wir auch gebrauchen, wollte ich sagen. Weil die ganzen Maschinen, die wir jetzt gebaut haben, die brauchen doch noch ein bisschen Kohle als Antriebskraft zum Beispiel. Wir haben ja noch nicht keine anderen Energiequellen erschlossen. Ich möchte irgendwann auch mal einen Reaktor bauen. Empfindet ihr das zum Beispiel als sinnvoll? Oder was empfindet ihr als sehr sinnvoll, was ich als nächstes bauen sollte? Was hat das zum Beispiel, wo ich sage, das brauchst du unbedingt, das musst du machen, Kelle? Ich weiß es nicht. Ist das ein Reaktor? Da stelle ich mich bestimmt auch wieder bekloppt an. Bestimmt nicht leicht, so ein Ding herzustellen. So ein bisschen Certusquarze, warum nicht? Nehmen wir mal mit. Bisschen Tin, ja, das können wir auch noch gebrauchen. Hier gibt es doch noch einige Materialien, die wir noch brauchen können. Wofür haben wir denn den Miners Backpack? Den wollte ich eigentlich mal vergrößern, aber ich glaube, wenn wir dann uns an die Arbeit machen, die Quarry möglichst leistungsstark zu bauen und um richtig gute und solide Energieversorgung zu kümmern, dann wird es wahrscheinlich relativ sinnlos werden, den Miners Backpack auszubauen, weil das Minen sollen ja eigentlich hier in Feed the Beast Maschinchen übernehmen. Das ist ja nicht wie bei Life in the Woods, wo man selber rumrennt. Ah, Dense Iron Ore, endlich. Iron Ore. Endlich haben wir hier ein bisschen Iron gefunden. Dass ich mich mehr so über Eisen freue. Aluminium Ore. Oh, wer kommt denn hier an? Hexe? Witch. Witchcraft, Baby! So, die hat mir aber platt gemacht. Die kann uns mal im Moment. Was haben wir hier noch? Noch mehr Kupfer. Und da geht es noch nach unten. So, wir wollen jetzt hier aber keine lange ausgedehnte Höhlentour machen, ne? Nicht, dass ihr jetzt schon wieder Angst habt. Oh Gott, der Kelle, oh Gott, was macht der? Nee, ich möchte bloß ein bisschen Eisen holen. Und hier unten wird dann eh schon bald Schluss sein, nehme ich an. Da haben wir noch ein bisschen Kohle, da haben wir noch ein bisschen Tin. Wie gesagt, ich möchte keine ausgedehnte Mining-Tour jetzt eigentlich machen. Aber wenn ich jetzt so die ganzen Ores sehe, dann denke ich mir, oh, die musste abbauen, musste mitnehmen. So. Und was... Iron Ore haben wir hier noch. Und was unsere Quarry natürlich auch noch mal braucht, sind zum Beispiel Filter. Also Filter bei den Item Ducts, die die Items transportieren und in die Kiste ablegen. Dass wir zum Beispiel dem Filter dann sagen, der soll zum Beispiel die ganzen Items, die sinnlos sind, wie Erde, Steine und sowas, was man irgendwann einfach nicht mehr braucht, soll er einfach in einen Void-Item-Duct umleiten, dass sie da direkt zerstört werden
Und alle anderen Items soll er halt in die Kiste weiterleiten, weil die brauchen wir noch. Sowas müssen wir uns auch noch machen. Da habe ich auch noch keinen Plan, wie es geht, aber so langsam kommen wir doch voran, würde ich sagen. Mühsam ernährt sich halt nun mal, wie es ist, das Eichhörnchen. In dem Fall sind wir kein Eichhörnchen, sondern der Keller. Aber ihr wisst, ein Keller kann sich mitunter noch mühsamer als ein Eichhörnchen ernähren. Jetzt quatscht er hier von Eichhörnchen, ne? Eichhörnchen-Stories. Was ich auch mal machen wollte, ist mir neue Nahrung besorgen. Ich habe kaum noch Futter. Muss mal daheim gucken, was ich noch habe. Hier Schweineschlachten können wir auch mal machen. Ja, was habe ich denn? Na gut, Wheat haben wir einiges. Da könnte ich mir theoretisch ein paar Brote backen. Brot, 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 Brot. Bake Bread, Bake Bread. Jawohl, ich bake Bread. So, das packen wir mal Rinder und dann schnabulieren wir mal ein paar Brote. So, hier reichen 3 Brote, um wieder voll satt zu sein. Das ist halt ein bisschen anders wie, ne? Wisst ihr ja, in Life in the Woods, da ist das Ernähren ziemlich schwer. Na, runter mit dir. So, 12 Pulverized haben wir hier. Dann möchte ich mal in meinen Miners Backpack schauen. Da habe ich zum Beispiel die ganzen Iron Ores. Die ganzen Aluminium Ores. Ich glaube, ich werde die Dusts etwas länger behalten. Macht wahrscheinlich Sinn, ne? So, 44 Kohlen hat er noch drin. Das ist super. Da können wir dann hier noch ein paar Maschinchen anschließen. So, Pulverized Iron. Können wir schon irgendwas mixen? Pulverized Iron zum Beispiel und Lead? Oder 2 Lead? Nee. Oder 2 Eisen? Nee. Lead, Eisen. Funktioniert alles nicht. Ich brauche auch mal eine Trashcan. Induction Smelt. Wie bastel ich mir eine Trashcan? Ein Eimer. Trashcan. Oh, hier gibt's. Cobblestone, Stone und Chest. Okay. Warum nicht? Wollen wir jetzt mal sowas machen? Einfach mal so, aus Jux an der Freude. Cobblestone. Haben wir. Stones. Haben wir. Und eine Chest. Habe ich eine Chest? Ich habe sogar noch eine Chest übrig. So. Also. Chest. Dann. Cobblestones und obendrauf Stones und wir haben eine Trashcan. Sehr geil. Die können wir uns jetzt hier irgendwo hinstellen. Wie funktioniert das? Ah, jetzt können wir einfach hier die Items reinpacken und die werden gelöscht. Praktisch. Ja, man braucht ja nicht den ganzen Mist irgendwie. Wobei, die Blumen, die können wir behalten eigentlich, ne? Trashcan. Nice. Extra Utilities sind das. Die könnten wir uns eigentlich auch runterstellen. Naja, egal. Bleibt sie erstmal hier oben. Pulverized Ferrous Metal haben wir bekommen. So, was haben wir noch? Aluminium Ore. Ja, die packen wir auch mal rein in den Pulverizer. Was haben wir eigentlich noch aufgesammelt? Tin. Copper. Da ist noch Eisen. 4 Kohlen. Gunpowder sogar. Gunpowder kommt. Naja. Naja. Was mache ich denn hier erstmal? Tun wir erstmal das wieder wegräumen hier. Dass wir ein bisschen Platz frei haben. Oder hier, diese.